ist ein ganz wichtiger Tag für das Land. Ist ein Risiko, ein Versuch, zu sagen, versuchen wir mal so einen Digitaltag quasi zu organisieren. Vor 5 Monaten, als wir das gestartet haben, innerhalb von Digital Switzerland, hat es viele Leute am Tisch gegeben, die gesagt haben, ob wir das in dieser kurzen Zeit schaffen. Jetzt, wir haben es geschafft. 3 Bundesräte engagieren sich. Das ist ein wichtiges, glaube ich, ein wichtiger Tag für die Schweizer Wirtschaft, aber auch für den Bund und für die Kantone, die ja übrigens auch viele Mitglied sind von Digital Switzerland. Ringier versucht nur eine gute Idee mitzutragen, so wie alle anderen Unternehmen auch. Jetzt geht es wahrscheinlich vor allem auch darum, gute Rahmenbedingungen zu schaffen für eine digitale Wirtschaft, also für Wirtschaftswachstum durch Digitalisierung. Und was ist da diesbezüglich die wichtigste Voraussetzung, wo Sie denken, müsste die Politik verfolgen? Es ist sehr schwierig, um das abbrechen auf eine Voraussetzung. Aber ich würde vielleicht 3, 4 schnell aufzählen. Also Bildung und Forschung ist ganz etwas Wichtiges. Auf der anderen Seite auch Infrastruktur, also beispielsweise 5G als ein Beispiel, sehr entscheidend. Dass wir Start-ups aus der ganzen Welt in das Land bringen, ist eine weitere wichtige Voraussetzung. Dass die Bevölkerung Digitalisierung erlebt, dass sie sie als Chance sieht, dass sie nicht als Bedrohung und ängstlich ihr gegenüber ist. Das ist sicher auch etwas ganz Wichtiges. Regulierungsthemen, also das heisst, wo die Politik eine Rolle spielt, beispielsweise rund ums Thema Daten, wo natürlich durch Digitalisierung immer wichtiger werden. Ich glaube, das sind so die zentralen Punkte, an denen arbeiten wir. Mein persönliches Anliegen ist, dass Kinder möglichst früh auf eine gute Art und Weise mit der Digitalisierung in Kontakt kommen. Und zwar nicht nur, indem sie mit dem iPad irgendwelche Spiele machen, sondern dass sie verstehen, quasi, was hinter diesen digitalen Gadgets, Smartphones, Tablets, Computer eigentlich passiert und wie Abläufe im normalen Leben durch die Digitalisierung sich verändern. Und jetzt, wenn Sie Ihre eigenen Kinder anschauen, wie viel verstehen die schon von der Digitalisierung? Ich würde sagen, die sind durchschnittlich interessiert. Sind 2 Mädchen, 9 und 20, also unterschiedlich im Alter. Die 20-Jährige ist natürlich ein Digital Native im Sinn von, sie konsumiert Medien, Informationen, Unterhaltung nur digital. Die 9-Jährige ist logischerweise entlang ihrem Alter noch viel spielerischer. Aber man sieht, also, wenn man an einem 9-jährigen Mädchen eine Kassette zeigt, wissen Sie, die früheren Musikkassetten, dann hat sie keine Ahnung, was sie mit dem anfangen soll, weil für sie ist klar, Musik kommt aus Spotify. Gut, aber das ist Nutzung, die Sie jetzt beschrieben haben. Und Ihnen geht es ja vor allem... So fängt es an, oder? Es fängt erst mal an, dass man erlebbar macht, was alles möglich ist, was alles vereinfacht wird durch Digitalisierung, was schneller wird, was bequemer zum Teil auch wird. Und dann geht es natürlich darum, das ist immer ein Thema von mir gewesen, Coding for Kids nenne ich das. Also, dass es Länder gibt, die Schweiz ist noch nicht so weit. In der Schweiz gibt es allerdings private Initiativen, dass Kinder lernen programmieren auf eine sehr spielerische Art und Weise. Das ist also etwas, was unheimlich unterhaltsam ist für Kinder. Weil dort lernen sie wirklich, was die Basis ist von der digitalen Welt, nämlich beispielsweise Programmierungssprachen.